Einen wunderschönen Montagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 hinter Kaifek Revival 2.0 zusammen mit dem Jürgen, dem Kevin und meiner Wenigkeit. Wunderschönen guten Tag. Ach, Servus. Servus. Yo, wir sind wieder da. Ja, hat ja letzte Woche nicht so ganz geklappt, weil hat das nicht so ganz geklappt. Und dafür klappt diese Woche Rehbach nicht. Wer hätte das geahnt? Wer hätte es geahnt? Aber ich meine, ihr kennt das Theater ja alle, samt ihr lieben Zuschauer. Deswegen gibt's diese Woche 5 Folgen hinter Kaifek. Ja. Ja, Brigger hat uns wieder eine Aufgabenliste erteilt, die wir abarbeiten müssen. Ihr seht, also ich bin hier schon im Kartoffelzupfer, so hat's der Jürgen vorhin genannt. Ich zupfe jetzt gleich Kartoffeln. Jürgen wird mich abfahren. Kevin kann sich Mähwerk schnappen, beziehungsweise erstmal einen Drescher und auf Feld, was war's? 34 fahren? Im Feld war noch erntereif. Da kannst du erstmal, glaub, ja. Genau, da kannst du erstmal drauf bewegen und das abernten. Kann ich machen. Und dann werden wir Gras auch noch mähen, wenn wir schaffen die Woche. Oh. Wo ist er denn? Ja, letzte Woche hinter Kaifek passte bei mir nicht, weil ich hatte echt keine Muse irgendwie und auch keine Lust mehr, da was zu machen. Warte mal, 37 muss ich da rum. Und, wie gesagt, aber diese Woche gibt es wieder hinter Kaifek, dafür keine Rehbach. Aber Rehbach ist mir mittlerweile, bin ich ganz offen und ehrlich, und das ist nur meine Meinung, ist mir mittlerweile auch egal, weil irgendwie kommt da sowieso nichts mehr zustande. Schon seit Wochen, ihr habt es ja selber gesehen, ne? Wir haben immer versucht, auf Krampf irgendwas rauszuholen. Ich meine, hat ja auch in den meisten Fällen immer gut funktioniert und kam gut bei euch an, was uns ja auch sehr freut. Aber es ist einfach nur nervig, wenn man nur zu dritt oder zu viert nur auf dem RP-Server spielt. Und ja, es ist halt irgendwie, ist das für mich dann halt auch kein RP mehr. Deswegen haben wir heute gesagt, am Aufnahmetag, Freitag, ihr wisst ja, wir nehmen ja freitags immer auf, haben wir gesagt, nee, jetzt lass mal Rehbach sein und wir fangen einfach mit Hinterkaifek an. So, den Ropa Panda auspacken und dann wollen wir mal damit aufs Feld schmeißen. Ah, rennt einer wieder vorbei. Hör auf zu hupen. Schmeißen wir mal die Mühe ran, du. Ja, genau. So ist das. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Bock, Lust und Laune habt, jetzt machen wir ganz offiziell auch Werbung. Ich werde auch noch was für die jeweiligen Kanäle schreiben. Wir suchen für den LS25 RP-Spieler. Wenn ihr Lust und Laune habt und wollt mit uns zusammen RP spielen, diesmal läuft das Projekt unter meine Fittiche. Und ihr wisst, wenn was unter meinen Fittichen läuft, läuft das besser. Suchen wir, wie gesagt, aktive RP-Spieler, die Lust und Laune haben, im LS25 ein RP-Projekt mit uns zu machen. Ich meine, ich bin zwar die Leitung, aber Kevin und Jürgen sind da auch mit drunter, die dann auch du machen, wenn was nicht läuft. Also wir suchen Spieler, wenn ihr Lust und Laune habt, meldet euch gerne bei mir, Kevin oder Jürgen, ist egal. Und kommt gerne auf mein, oder ihr müsst sogar auf meinen Discord kommen, weil das nämlich dann alles mal auf meinem Discord stattfinden wird. Link findet ihr in der Videobeschreibung von mir. Da gerne, wie gesagt, auf meinen Discord kommen und dann schreibt er mich kurz an, oder Kevin oder Jürgen, ist egal. Und dann texten wir kurz, quatschen kurz, um euch kennenzulernen und dann werdet ihr dann eingeteilt. Es ist auch noch alles frei. Also ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, was ich mache. Eine Position, also ist schon vergeben, aber für die Position suche ich auf jeden Fall noch mehr. LU zum Beispiel, das hatte ja Kevin, war das? Genau, Kevin hatte ja Interesse daran.
Der Micha will einen Viehhändler machen. Also nicht Viehhändler, sondern einen Viehhof will er machen, hat er schon gesagt. Genau. Was Jürgen, Daniel und Jonas machen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe mich auch noch nicht entschieden, was ich mache. Also wir suchen spielen. Auf jeden Fall noch. Spielen, ja, spielen sowieso. Und ja, das Besondere an dem Projekt ist auch, der Server läuft 24/7. Also ihr könnt drauf RP spielen, wie ihr Lust und Laune habt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ist das, wozu ich euch sozusagen, ja, zwingen ist das falsche Wort, aber ich möchte euch bitten, wenn dann der Aufnahmezeitpunkt ist, dass genug Leute auf jeden Fall da sind zum Aufnehmen. Ne, damit die drei Kanäle, weil Kevin und Jürgen werden das auch wieder mit aufnehmen und ich ja sowieso, möchte ich, dass genug Leute da sind zum RP-Spielen. Also mindestens 7 bis 8 Leute. Ne, also das ist so das einzigste Muss, wo ich sage, achso, warte mal, ich drehe mal eben. Dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher zum Abfahren. Ne, das ist so wirklich das Einzige, wo ich dann sage, das muss sein. Ihr müsst an dem Aufnahmetag, müsst ihr euch Zeit nehmen dafür. Ja, genau. Karte, gut, wissen wir noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, was im 25er kommt an Karten. Also ich sag mal so, ich werde auf keiner Standardkarte spielen. Also die drei, die da jetzt gleich zum Anfang kommen, die gefallen mir alle drei nicht. Deswegen wird es auf den dreien kein RP geben. Oh, jetzt muss ich die linke Hand nehmen. Ich bin voll. Von daher werden wir einfach mal noch kurz abwarten, was dann so für Karten kommen werden. Und dann... Hm. Wieso lädt er nicht ab? Ist der nicht für Kartoffeln? Warum sollte der nicht für Kartoffeln sein? Ich weiß es nicht. Aber er dreht das Band, das ist ja auch geil. Ja. Ja, genau. Also, ne? Mit der Ladeschwierigkeiten. Ja, wenn ihr Lust daran habt, Bewerbung an uns drei. Und dann kümmern wir uns um euch. So rum. Kümmern wir euch um uns. Lass mal das Band weiter ab oder so. Ja, mach nochmal. Irgendwas hat der Europa ändert. Ändert Abladehöhe, keine Ahnung. Ja. Ja, genau. Und dann werden wir ein schönes RP-Projekt machen. Es wird auch ein Langzeit-RP-Projekt. Also das heißt, das ist nicht nach einem Monat rum oder nach zwei oder nach einem Jahr, sondern das, also ich versuche schon, dass es ein ganzes Jahr läuft. Mindestens. Frage. Ja. Wie sieht denn das aus mit dem Stroh hier? Ballen oder einsammeln oder wie oder was? Pellets. Braucht ihr was zum Heizen oder was? Ja, Mann. Wir wollen dich verheizen. Deswegen brauchen wir Pellets. Oh, nee. Den gefangen in der Brunnen. Und verbrennen. Genau, und dann werden wir nämlich schön viel Spaß haben zusammen im RP. Verbrennt die Hexe auf dem Scheiterhaufen. Genau, verbrennt die Hexe auf dem Scheiterhaufen. Ich nix Hexe! Doch, du bist eine Hexe. Voll die Hexe, bist du. Hör mal. Eieiei. Da mach ich was mit euch. Freunde? Tja. Selber schuld. Hätte ja nicht kommen dürfen. Dann macht er auch Spaß. Brauchen. Ich frage, wo kommt denn das Hupen her? Kommt das von meinem Mähdrescher oder woher? Irgendwo hupt die ganze Zeit. Das ist bestimmt Jürgen. Der hat auf der Hupe eingeschlafen. Der ist ja nicht in der Nähe. Also ich bin's nicht. Deep Impact auf der Hupe. Er steht auf Hupen. Ja, auf große. Ja. Auf große Hupen. Okay, das ist ein Anhänger mit sehr viel Ladevolumen, kann das sein? Ja. Ja, der sowieso.
Ja, der hat mir Jürgen hergestellt. Ja, ja. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen oder sowas. Alter. Ist ja nicht übertrieben, ne? Nein. Oh, nö. Gar nicht. Wie war das? Micha, mein Viehhändler oder was? Nee. Ach, er hat es mir geschrieben gehabt. Warte, ich kann ja gleich nochmal gucken. Ich bin jetzt eh voll. Die Frau, der runter, oh, könnte passen. Er hat echt ein Problem damit. Ernten, ernten, ernten. So, warte, ich gucke jetzt eben. Ich meine, so viel Zeit haben wir ja, das ist ja kein Problem. Der Micha hat geschrieben. Hallo, Jürgen. Grüezi und auf Wiedersehen. Hau da wieder ab, bei mir flackert der Anhänger von dir. Was denn geschrieben? Das ist das Dals-Anhänger. Okay, ich glaube, das ist doch mein Drescher. Bei 50% hat er angefangen zu hupen. Ja, und bei 80. Schon eine Vorstellung, was du machen willst, hatte ich ihn gefragt. Dann hat er geschrieben: Naja, dazu muss man ja noch abwarten, was zu dem Zeitpunkt, wenn du loslegen willst, verfügbar ist. Auf jeden Fall wäre ein Milchkuhhof top, welcher allerdings komplett unabhängig eines LU existieren kann und diese Leistung nur in Anspruch nimmt, wenn wirklich nötig. Dieses genau, das andere lese ich jetzt nicht vor. Also, ne, also so wie ich das hier lese, will er wohl irgendwie einen Milchkuhhof machen, der total unabhängig von vom LU ist. Okay, einen unabhängigen Milchviehbetrieb. Genau, einen unabhängigen Milchviehbetrieb hat er vor. Finde ich ja schon mal gut, auf jeden Fall. Ja, also groß, größer, Micha. Ja, das ist ja egal, wie gesagt. Wir gucken dann ja immer, wie es aussieht mit kartentechnisch, was dann so kommt und was dann möglich ist, vor allem. Ja. Ich mache einen Forschbetrieb. Das war mir irgendwie, warum war mir das klar? Jürgen ist der Förster. Ja. Da geht Daniel dann mit? Keine Ahnung, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Hoffe ich. Das ist sehr wahrscheinlich. So wie ich euch zwei kennengelernt habe, ist das sehr wahrscheinlich, dass ihr das zusammen dann macht. Also, ich habe mir schon geschworen, ich mache nicht mehr den Händler. Ich meine, es macht ja Spaß, ne? Also, so ist es ja nicht. Aber es ist mir doch jetzt so, gerade jetzt ist mir das echt zu langweilig. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich überlegt, dass ich auf jeden Fall einen Hof übernehmen werde. Aber was für einen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mhm. Ja, ich habe mir überlegt, LU zu machen aus einem Grund. Bei der Fichtal hat das nicht so lange funktioniert. Ja. Weil Leute weg. Jetzt will ich endlich das länger mal, das LU machen. Es hat so Spaß gemacht, obwohl ich war komplett überfordert. Also ihr habt mich mit Aufträgen vollgekleistert, hey. Ich habe teilweise RP-mäßig nichts machen können. Und da ist es zum Beispiel, ich suche, also was, das habe ich schon gesagt, fürs LU mindestens 3 Leute. Mindestens. Damit, damit auf jeden Fall immer 2 Leute da sind. Ja, ja. Wenn nicht sogar 4 Leute. Aber das überlege ich mir noch. Weil dieses Zetere und ich meine, wir haben es ja auf der Rehbach auch, ne? Gut, jetzt mal Daniel außen vor. Ich meine, der ist ja nur alle 2 Wochen da. Das ist ja auch absolut nicht schlimm. Aber ich meine, wir kennen alle Andi, wie er dann immer am Rummeckern ist, wenn es LU unterbesetzt ist und so. Und da habe ich dann gesagt, das habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mindestens 3 bis 4 Leute fürs LU. Ja.
Ja, warum? Mein Also Gut. ich muss sagen, ich hatte nicht sonderlich viel zum Tun. Nee, das ja auch nicht. No. Und ich will halt wirklich, dass das LU auch wirklich was zu tun hat. Deswegen suche ich ja auch so viele Leute. Die dann ja auch, vor allem auch, deswegen wird das schon eine mittelgroße Karte werden, damit du halt ordentlich zu tun hast auch. Abfahrer! Schirmerstand. Schirmerstand. 87%. Ja, ist ja gut. Ja, Wir sind auch bei 100% der Folge. Euer oh, Part. war jetzt schon. Jo. Da ist er hängen geblieben. Oh. Und da nochmal. Ja. Ja, was ist bei euch da hinten los? Wir haben gerade Koordinationsschwierigkeiten. Muss ich die Kamera immer auf euch gerichtet haben oder was? Aber was ist Lustiges passiert hier? Also entweder hat der Anhänger ein Problem oder der Roper hat ein Problem. Aber wahrscheinlich hat der Europa ein Problem. Oh, bleib stehen! Bleib stehen! Der Mähdrescher macht sich selbstständig. Komische Sachen. Was ein Blödsinn, ey. Na egal. Jo. Tut jetzt einer abmoderieren von euch. Wer tut tun? Wer Ja, tut tut tun? tun. Also, wer blöd fragt, der macht's. Oder wie war das? Also gut, dann war's das für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen auch, ihr habt Bock mit uns mitzuspielen. Schaut wie immer bei alle rein. Die Kanäle sind verlinkt. Wir hoffen, es macht euch Spaß. Und dann bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Hallo.